Guten Abend, meine Damen und Herren. Das zweite Spiel des heutigen Tages des Eishockey-Weltmeisterschaftsturniers der Gruppe A spielt Finnland gegen die Sowjetunion. Die finnische Mannschaft in den weißen Hemdleibchen und den blauen Hosen und die Sowjetunion ganz in Rot. Die Sowjetunion spielt von links nach rechts und hatte hier gerade eine große Möglichkeit, aber der finnische Torhüter Lehtinen, eine der Stützen der finnischen Mannschaft, hat hier halten können. Gespielt sind genau 3 Minuten Spielstand 0:0. Maria Mäki. Wien. Achtung, Einstieg. 3, 2, 1, 0. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im zweiten Spiel des heutigen Tages bei der Eishockey-Weltmeisterschaft trifft Finnland in den weißen Leibchen auf Weltmeister UdSSR. Die Sowjetunion traditionell ganz in Rot. Interessanterweise ist die Halle auch bei diesem ersten ganz wichtigen Spiel der finnischen Mannschaft nicht ausverkauft, nur etwa 7000 Zuseher. Gute ist der Nummer 2, der Verteidiger aus der ersten Linie. Wir sehen jetzt die wichtigsten Ausschnitte aus dem ersten Spielabschnitt. Lehtinen in den ersten Phasen dieses Spieles, jener verlässliche Torhüter, den eine Mannschaft braucht. Immer wieder hält er auf die gefährlichsten Schüsse, die vor allem von der ersten Linie der UdSSR mit Kalamov, Petrov und Mikhailov kommen. Petrov wieder. Und Lehtinen. Guse. Und Petrov, ohne lange zu fackeln, aber auch mit diesem Schuss war eben Lehtinen nicht zu bezwingen. Mikhailov mit der Nummer 13, der sowjetische Mannschaftskapitän. Valeri Karlamov. Petrov. Mikhailov. Petrov. Karlamov. Pass dich auf, das war das 1:0 nach 11 Minuten und 18 Sekunden. 1:0 für die UdSSR. Torschütze Karlamov nach Zuspiel von Petrov. Und dieser eine Treffer durch Karlamov war auch der einzige im ersten Spielabschnitt. Im ersten Abschnitt eine sehr gute finnische Mannschaft, die zweifellos mithalten konnte im zweiten Spielabschnitt, aber dann fielen einige Tore hintereinander. Ein Blitzstart der UdSSR durch Tore von Mikhailov. Noch einmal Mikhailov mit Chigankov, stand es dann 4:0. Hier der erste finnische Treffer durch Lehtinen zum 4:1. Nach 7 Minuten 24 konnte man die Finnen ihren ersten Treffer herausschießen. Kurz zuvor begann die Angriffsmaschinerie der UdSSR bereits zu rollen und vor allem der erste Angriff zeigte, dass er sicherlich auch immer mit Abstand der stärkste dieses Weltmeisterschaftsturniers ist. 4:1, jedenfalls nach 7 Minuten 24 und damit war bereits vorzeitig die Entscheidung in diesem Spiel gefallen. Petrov. Gusev und Tor. Gusev nach 16 Minuten 24 zum 5:1. Wieder der erste sowjetische Sturm. Die gesamte erste sowjetische Linie, die damit bereits 4 Treffer in diesem Spiel erzielt hat. Auch dieses Tor in der Wiederholung. Petrov. Und der mit nach vorne gegangene Gusev auf 5:1. Anstoß Anisin. Kapustin, dem Neuling und Tor. 6:1. Nur 6 Sekunden später das 6:1 für UdSSR. Damit erstmals ein wirklich starkes Drittel der sowjetischen Nationalmannschaft hier bei dieser Weltmeisterschaft. Und in diesem starken Treffer sind immerhin 5 Tore für die UdSSR. Spielstand jetzt knapp vor Beginn des letzten
Spielabschnittes 6:1 für die UdSSR und dieses 6:1 entspricht durchaus dem Spielverlauf. Im ersten Abschnitt ein sehr interessantes Spiel, bei dem die finnische Mannschaft konditionell, aber auch kämpferisch über weite Phasen mithalten konnte. Im zweiten Abschnitt aber dann doch das gewohnt starke Spiel der UdSSR. Das im Schlussdrittel spielt UdSSR in den ersten 10 Minuten von links nach rechts und wieder auf dem Eis die Paradelinie der UdSSR mit den Verteidigern Gusev Nummer 2, Vasiljev Nummer 6 und den Angriffsspielern Mikhailov 13, Petrov 16 und Karlamov 17. Mikhailov. Vasiljev. Rantasila, der Rechtsanwalt aus Helsinki, der für die Dauer der Weltmeisterschaft extra seine Rechtsanwaltskanzlei gesperrt hat. Kaminen. Mikhailov. In der sowjetischen Mannschaft gegenüber dem ersten Spieler dieser Weltmeisterschaft heute nur eine einzige Veränderung neulich. Putin ist anstelle Bodunov von Anfang an dabei gewesen und hat einige gute Aktionen hier schon gezeigt. Ahokainen, Leppe! Schöner Schuss von Leppe, aber genau auf Torhüter. Die Finnen haben gegenüber dem Spiel gegen die Deutsche Demokratische Republik umgestellt, haben die Angriffslinien neu formiert und haben auch Urso und Repo, die gestern geschont wurden, heute ins Spiel gebracht in der Sturm mit Repo, Urso und Lingenweiser auf der gefährlichste, zumindest im ersten Abschnitt gewinnt. Gusev. Gigankov. Die Schiedsrichter in diesem Spiel sind Kompala aus der Bundesrepublik Deutschland, der trägt die Nummer 4 und Deutsche. Kempek aus Polen mit der Nummer 9. Nun bereits die zweite sowjetische Linie, auch eine seit Jahren bekannte Linie mit Malzev 10, Schadrin 19 und Jakuschew 15. Der Verteidigung Jakuschew 4 und Gigankov 7. Jakuschew und Tor! Jakuschew zum 7:1 nach 2 Minuten 33 Sekunden 7:1 für Alexander Jakuschew. Die Wiederholung. Jakuschew hat jetzt 7:1. An die Netzhänner, der so gut gehalten hat, dass ich mich jetzt auch bereits bei den vierten im zweiten Abschnitt der immerhin 5 Tore hinnehmen und jetzt bereits. Kuznetsov, auch er ist ein Neuling im Weltmeisterschaftsteam der UdSSR. Auch er kommt wie die anderen neuen Spieler vom Meister Krinja, Sowjetunion, Moskau, Lindström, Maria Mekki. Die Finnen haben interessanterweise ja den stärksten Sturm im gestrigen Spiel gegen die DDR heute nur zum Teil eingesetzt, die Linie mit Ahokainen, mit Jorma Peltonen und mit Oksanen spielt heute in dieser Formation nicht. Oha Kainen im zweiten Sturm, Oksan ist nur Ersatz und Jorma Peltonen überhaupt aufgeboten worden. Riranta. Velibeka Kepola.
coming. The Ranta Sila. Kuznetsov. Nebede. Kapusti. Es gab übrigens fast durchweg klare sowjetische Erfolge, nur einmal einen ganz knappen Erfolg, der liegt bereits zurück in das Jahr 1970 bei der Weltmeisterschaft in Stockholm. Es gab ein 2:1 der UdSSR und der zweite Treffer des UdSSR viel knapper. Repo. Murto. Gleichzeitig der höchste sowjetische
Ich bin das zweite Spiel in Stockholm mit der Runde mit 16:1. Dieser Peltonen, Hepola, Kaminen, Kanzasina. Hepola. Anisin. Abseits. Dabei in diesem dritten Sturm, dafür pausiert im Moment Lebedev, Anisin, Repnev, Kapustin. Anisin, Kuznetsov. Schadrin. Hepola. Kanzler.
ganz das wieder. Ganz knapp vor der Sirene, die die Hälfte des Stundens anzeigt. Vorrat zu stehen. Gute.
Mikhailov. Petrov. Jakušev. Petrov. Jakušev. Vasiljev. Sukina. Schadling, ein völlig einseitiges Spiel auf dem zweiten Spielabschnitt. Schade eigentlich, denn es begann so interessant und so vielversprechend. Der Elan, das ich nicht geschafft habe, ist auf fast 3D-Ebene zusammenzubringen. Und deshalb wird die finnische Mannschaft eben auf dem Zukunft, wo das Binde geht zwischen der Spitzengruppe und den Nachzügern der Weltmeisterschaft bleibt. Eine Position, die sie eben schon seit vielen Jahren einnimmt. Egal, ob ihr vielleicht einmal der Sprung kommt, jetzt auf dem Zukunftsplatz gelingt. Aber mehr ist auch im Moment nicht möglich. Leppe! Jakusche! Malze! Schadling, Maltsev. Schadling. Leppe. Lindström. Jakušev. Jakušev. Schadling. Super Spiel, jetzt die sowjetische Mannschaft, um noch mehr Tore zu Auge. Der Trainer bei den Finnen, das wird sich vielleicht auch interessieren, ist heuer wieder einmal ein Finne, nämlich Kalevi Tuominen, der selbst für Jahre hindurch in der finnischen Mannschaft 161 Mal bei Weltmeisterschaften im Einsatz. Und vorher war ja ein Kanadier Len Landi der Trainer. Len Landi ist aber heuer wieder als Profi in der kanadisch-amerikanischen Profiliga eingesetzt worden. Bei Rude ist es erst, das ist Schatalow, auch ein Neuling, er trägt die Nummer 10. Bis zum Vorjahr Alexander Ragulin. Auch ein Neuling. Nino Basen. Motto! Motto! Kaputin. Und abseits. So spielen wir in Helsinki im Spiel zwischen der UdSSR und Finnland noch etwas mehr als 3 Minuten und 7 zu 1 der Spielstand der UdSSR. Bedeutet, dass nach den ersten beiden Spielen, die nun alle Mannschaften besprochen haben, die sie gemeinsam mit der Tschechoslowakei mit den Punkten an der Spielgerichtung bei
bessere Torverhältnis aufweist. Auch Ukrainermann Lesia, die Finnen des Regelrechter ein, doch noch einen zweiten Treffer zu erzielen. Leppe. Malzev, Jakuschew, Malzev, Jakuschew. Zusammengefasst ein ausgeglichenes erstes Spiel mit einer guten Leistung der finnischen Mannschaft, dann ein großartiges zweites Spiel der sowjetischen Mannschaft und ein eher fades, langweiliges Spiel, bei dem es aber auch nicht mehr ging, denn die Entscheidung war bereits vorher gefallen. Letzte Aktion, Tor wird keines mehr fallen. Spiel ist auf, 17 zu 1 gewinnt die Sowjetunion gegen Finnland. Der Dritte gegen 1 zu 0, 5 zu 1, 1 zu 0, 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 1 zu 0,